Heute bei RFH. Halberstadt hat Glück gehabt. Sturmtief Thomas mit geringen Schäden überstanden. Messewochenende in Ilsenburg. Hausbau und Energie zeigt Trends für Zuhause. Tatkräftig ins neue Jahr. CCN-Stift gibt Ausblick auf zukünftige Arbeit. Feckenstedt rückt in die Öffentlichkeit. Abgeordnete besuchen Verbandsgemeinde. RFH. Einfach näher dran. Tatkräftig ins neue Jahr. CCN-Stift gibt Ausblick auf zukünftige Arbeit. Seit 1873 wird Fürsorge im Halberstädter CCN-Stift großgeschrieben. In den drei Tätigkeitsfeldern Altenhilfe, Behindertenhilfe und Kinderbetreuung leisten die insgesamt 448 Beschäftigten tagtäglich wertvolle Arbeit. Im Mutterhaus wird nun Bilanz aus dem vergangenen Jahr gezogen und ein Ausblick auf 2017 gegeben. Das, was uns natürlich immer auch prägt, ist die Arbeit in den relativ vielen Einrichtungen, die das CCN-Stift betreibt, in diesen Arbeitsbereichen, die wir eben schon genannt haben, die tägliche Arbeit unserer Mitarbeitenden und Mitarbeiter, der Fachkräfte, der Hilfskräfte im technischen Bereich, in den zentralen Bereichen, Verwaltung. Und die liegt ja nun mal im Kern in der Betreuung, in der Pflege, in der Förderung von Menschen. Und das immer wieder zu gewährleisten, ist an sich ja schon eine Herausforderung. Daneben haben wir natürlich auch größere Projekte, die wir begleiten, die wir vorantreiben. Das sind Bauprojekte. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir einen hohen Fördermittelbescheid über 2 Millionen Euro für ein Gesamtprojekt mit einem Umfang von fast 3 Millionen Euro für die Sanierung, den Umbau einer Kindertagesstätte in Dedeleben erhalten haben. Daneben weitere Projekte verfolgen. Wir wollen ambulant betreute Wohngemeinschaften in der Altenhilfe errichten 2017, 2018 und vieles mehr. Und ein Höhepunkt, um das nochmal aus einer anderen Sicht auch zu sagen, das wurde gerade auch mehrfach herausgestellt, ist auch unser jährliches Jahresfest, was uns im Jahr 2016 allen in sehr guter Erinnerung gewesen ist. Wir waren im Sommer sozusagen als Vorprogramm der Sommerhöfe in Halberstadt im Dom und im Domplatz. Und das ist bei allen sehr gut angekommen. Wir konnten ein schönes Fest mit vielen Mitarbeitenden der Stiftung und Besuchern gestalten. Jetzt haben Sie es gerade schon ein klein bisschen angesprochen. Ich frage trotzdem noch mal explizit nach. Was haben Sie sich denn als CCN-Stift für 2017 vorgenommen? Ja, einige Projekte haben wir jetzt schon angesprochen. Wir stehen doch vor großen Herausforderungen, weil es neue Regelungen gibt, die die Arbeit in unseren Bereichen betreffen. Es gibt seit Januar dieses Jahres ein Bundesteilhabegesetz in Kraft. Das beeinflusst stark die Arbeit in unserem Behindertenhilfebereich. Wir werden künftig stärker personenzentriert arbeiten. Wir werden Strukturen überprüfen müssen, auch beginnen, diese neu zu gestalten. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben verschiedene Bauprojekte. Ich hatte schon welche angesprochen. Sanierung, große Sanierung, Erweiterung im Kindertagesstättenbereich, eine neue Einrichtung der Altenhilfe, die entstehen soll. Auch Sanierung von Objekten in der Behindertenhilfe und weiteres mehr. Die Arbeit im CCN-Stift steht und fällt mit dem Personal. Genau wie auch bei anderen Pflegeeinrichtungen ist Nachwuchsgewinnung ein kompliziertes Thema, bei dem der Stift nun auch neue Wege gehen will. Also erstmal kann man sagen, dass wir gut bis sehr gut aufgestellt sind, was unser Personal, was zur Stiftung gehört, betrifft. Wir können uns sehr gut verlassen auf unsere Mitarbeitenden und Mitarbeiter, die das, was ich eben sagte, und vieles mehr tragen, über die Jahre tragen. Dennoch ist natürlich in einer etwas größeren Einrichtungen, die das CCN-Stift ist, immer auch personell Bewegung drin. Das heißt, wir brauchen neue Mitarbeitende, es ergeben sich neue Aufgaben, erweiterte Aufgaben. Wir arbeiten mit Azubis, die wir jährlich auch neu einstellen. Und da haben wir natürlich auch feststellen müssen, dass es nicht einfacher geworden ist, gute, neue mitarbeitende Azubis zu finden, die sich für unsere Arbeitsbereiche interessieren und uns dann unterstützen. Wir tun aber auch etwas dafür. Wir werben für die Arbeit, die eine schöne Arbeit auch ist in unseren Einrichtungen. Wir werden am 1. April eine Berufsmesse Diakonie im Berufsinformationszentrum in Halberstadt durchführen und weitere Aktivitäten da auch entfalten. Veranstaltet wird die gemeinsame Jobmesse der Diakonie am 1. April zwischen 10 und 14 Uhr. Geboten werden neben Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten und freie Stellen auch verschiedene Vorträge rund um die Arbeit in der Pflege. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Nach dem abgesagten Heimspiel gegen Plauen geht die Rückrunde in der Oberliga Süd jetzt auch für den VfB los. Nach wie vor grüßen die Halberstädter von der Tabellenspitze und müssen nun ihrer Favoritenrolle weiterhin gerecht werden.
Bleibt die Mannschaftsleistung so konstant wie in der Hinrunde, dann haben sie gute Chancen auf den direkten Wiederaufstieg. Im ersten Gastspiel geht es für die Germanen zum Tabellenelften, den Brandenburger SC Süd. Die Rot-Weißen starteten mit 3 Punkten bei Wismut Gera in die Rückrunde und haben derzeit ein beruhigendes 8-Punkte-Polster auf die direkten Abstiegsplätze. Für Germania lautet das große Ziel jedenfalls zurück in die Regionalliga. Und auf dem Weg dahin braucht die Mannschaft natürlich eure lautstarke Unterstützung. Der Anstoß in Brandenburg erfolgt am Sonntag um 14 Uhr. Halberstadt hat Glück gehabt. Sturmtief Thomas mit geringen Schäden überstanden. Seit einigen Tagen ist das Wetter in Deutschland ungemütlich und stürmisch. Auch in der Harzregion war das Orkantief Thomas mit Böen von Windgeschwindigkeiten bis zu über 100 Stundenkilometer unterwegs. Diesem Sturm konnte jedoch nicht jeder Baum oder jedes Dach standhalten. Das bedeutete auch für die Halberstädter Feuerwehr mehr Arbeit und Einsätze. Rückblickend hätte es jedoch viel schlimmer ausgehen können. Ja, also wir hatten Glück. Bei uns ist das Orkantief Thomas durchgezogen, ohne dass es große Schäden gab. Wir hatten 2 kleinere Einsätze, aber ansonsten hatten wir Ruhe. 2 kleinere Einsätze, wie kann ich mir das genau vorstellen? Ja, einmal ist so eine Blechgarage weggeflogen und lag auf der Bundesstraße 79, aber im Stadtgebiet. Und zu anderen hatten wir einen Baum, der drohte auf eine Garage zu fallen. Und was macht man beispielsweise jetzt mit so einem riesigen Baum, wenn der jetzt aus der Fahrgrund gerissen wird? Ja gut, wir versuchen ihn dann erstmal zu sichern, dass da keine weitere Gefahr von ausgeht. Und dann schauen wir, ob wir es vor Ort erledigen können und den so weit zurückschneiden, dass keine Gefahr von ausgeht. Alles andere übergeben wir dann einer Firma. Mehr machen wir eigentlich nicht. Und an sich, wenn das Orkantief jetzt wirklich ein Höchstlevel an Zerstörung erreicht hätte, hätten Sie für den Notfall noch weitere Einsatzkräfte oder hier genug Einsatzkräfte zur Verfügung, um alles zu handhaben und zu jedem Problem zu handeln? Ja gut, das kann man ja so nicht vorhersagen, wie groß die Schäden dann wären oder wie viele Einsätze parallel abzuarbeiten sind. Wir haben natürlich noch genug Reserve gehabt. Die ganzen Ortswehren wären noch in Bereitschaft gewesen. Die Ortswehr auch in Halberstadt wären noch in Bereitschaft gewesen. Von daher gab es nach oben genug Luft. Ja. Ansonsten abschließend noch was auf dem Herzen für die Zuschauer bezüglich Unwettergefahr? Ja, man sollte also einfach nur ein bisschen aufpassen, einen gesunden Menschenverstand, dass man nicht unbedingt bei dem Sturm rausgeht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und ansonsten ja, ein bisschen darauf achten, wo man lang geht. Mehr kann man da nicht sagen. Die Feuerwehr rät, bei solchen Wetterverhältnissen sich so wenig wie möglich im Freien aufzuhalten. Dies gilt jedoch nicht für die Einsatzkräfte der Halberstädter Feuerwehr und der umliegenden Gebiete, die stets startbereit auf ihren nächsten Einsatz warten und sofort wieder ausrücken, sobald Hilfe benötigt wird. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Leider ist immer noch kein besseres Wetter in Sicht. Es bleibt bedeckt und windig und die Sonne versteckt sich auch weiterhin vor uns. Wir starten mit Frühwerten von 5 Grad in den Tag. Es ist bereits am Morgen etwas windig und eine dichte Wolkendecke bedeckt den Himmel. So bleibt es auch bis zum Abend. Gegen Mittag steigt dafür aber die Temperatur ein wenig an, auf den Tageshöchstwert von 9 Grad. Abends bleibt die Temperatur bei 9 Grad und die Wolkendecke lockert sich wieder auf. In der Nacht können wir bei klarem Himmel die Sterne beobachten und die Temperatur sinkt wieder ab auf 7 Grad. Auch zum Start in die neue Woche erwartet uns eine Mischung aus Wolken, Regen und Wind bei Tageshöchstwerten von 13 Grad. Tennisfans, aufgepasst! Auch 2017 laden das Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt und die ÖSA-Versicherungen Frank Grüning wieder zum ÖSA-Cup in Halberstadt ein. Am 11. und 12. März heißt es dann wieder Spiel, Satz und Sieg in den verschiedenen Altersgruppen. Auch diesmal ist dabei sein alles und alle sind herzlich willkommen, egal ob Profi oder Hobbyspieler. Und nach den spannenden Zweikämpfen auf dem Platz wartet am Samstagabend das große Buffet auf alle Teilnehmer.
Die Pokaljagd ist eröffnet. Die Teilnehmerlisten für den 18. ÖSA-Cup liegen ab sofort im FSZ zum Einschreiben bereit. Auch eine telefonische Anmeldung ist möglich. Spiel, Satz und Sieg beim 18. ÖSA-Cup im Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt. Optimal informiert und seriös beraten. Mit individuellen Lösungen für Ihre Immobilie, ob Haus oder Wohnung. Aktueller denn je startet die Hausbau- und Energiemesse im Februar in Ilsenburg. Da komme ich auch mit. Die informationsreichen 3 Tage unter dem Motto Schöner wohnen, besser bauen und leben in der Harzlandhalle täglich von 10 bis 18 Uhr. Über 100 Aussteller präsentieren innovative Produkte, wertvolle Fachinformationen und aktuelle Neuheiten. Holen auch Sie sich von diesen Fachleuten Vorschläge zum Planen, Finanzieren, Bauen, Modernisieren, Wohnen, Einrichten und zu Energiesparneuheiten. Erfahren Sie und Ihre Familie auch viel über Haus- und Küchentechnik, Lifestyle oder Ihr individuelles generationsübergreifendes Traumhaus als Fertig- oder Massivhaus. Oh ja, das hätte ich auch gern. Nehmen Sie sich Zeit für die Hausbau und Energie. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbelmüller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie, yipp! Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Sichern Sie sich die Samsung Super Deals. Beim Kauf eines Samsung SUHD TV erhalten Sie ein Galaxy S7 gratis dazu. Da sparen Sie richtig. Zum Beispiel erhalten Sie den Samsung UE55KS7090 für nur 1.299 Euro statt 2.099 Euro. Inklusive Galaxy S7 ab sofort bis zum 25. Februar im EP Mediapark Schubinski in Quedlinburg. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbag-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le car, le caractère. Citroën. Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sw-blankenburg.de. Es ist wieder soweit. Die Hartz-Sparkasse präsentiert am 21. April eine weitere Auflage der PS-Lotterie-Gala im Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt. Freuen Sie sich dieses Jahr auf die gewaltige Stimmkraft von Ross Anthony. Und Schlager-Ikone Claudia Jung. Ich brauch keinen Shampoos und keine Psychiater. Alles, was ich brauche, bist du. Außerdem mit dabei sind Comedian Edno Bommel, das PS-Showballett der Energy Dancers sowie Moderator Andreas Mann. Karten können in allen Geschäftsstellen der Hartz-Sparkasse bestellt werden und sind in der Filiale im Halberstädter Westendorf direkt erhältlich.
Aber natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Also sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für einen Galaabend der besonderen Art mit vielen Stars und Sternchen. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Feckenstedt rückt in die Öffentlichkeit. Abgeordnete besuchen Verbandsgemeinde. Der Europaabgeordnete Sven Schulze und die Bundestagsabgeordnete Heike Bremer besuchen gemeinsam mit CDU-Bürgermeisterkandidat Alfons Schlicht Feckenstedt. Schwerpunkte sind ja die ländlichen Räume und deren Entwicklung. Und ich glaube, gerade hier im Nordharz ist es wichtig, dass wir uns auch der Region widmen und uns angucken, wo klemmt's, was ist positiv. Und deswegen sind wir heute hier, haben uns hier diese kleine, wundervolle Kirche angeguckt, waren auch bei der Firma Metallbau Brüser in Feckenstedt hier vor Ort und ziehen jetzt noch weiter. Das Besondere an diesem Ort, das Dorf hat 2 evangelische Kirchen. Die kleine, schmucke St. Paulskirche steht diesmal auf der Besucherliste. Mitglieder der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche haben sie erbaut, wie Pfarrer Michael Juncker erläutert. Eine lutherische Freikirche, die es seit 1830 oder nach 1830 gibt. Also da hat Friedrich Wilhelm III. Die Idee gehabt, die großen evangelischen Zweikirchen waren das ja, lutherische Kirche und reformierte Kirche, die zusammenzulegen, und hat das getan als König. Und das ist bei den Untertanen nicht nur gut angekommen. Das Ansinnen war grundsätzlich positiv. Warum 2 evangelische Kirchen? Können wir eine draus machen? Das ist doch besser und einfacher. Aber die Theologie hat er vergessen dahinter, die dann doch unterschiedlich denkt und andere Wege geht und gegangen ist bisher. So kam es, dass eben dann doch einige der Untertanen den Weg nicht mitgegangen sind. Das sind die Altlutheraner dann gewesen. Die wollten einfach Lutheraner bleiben. Und es gibt auch reformierte Gemeinden auf der anderen Seite, die wollten Reformierte bleiben. Und so kam es dann eben doch zu 3 Kirchen statt zu einer evangelischen. Für eine kleine christliche Gemeinde bedeutet die Sanierung solch einer Fachwerkkirche eine große Kraftanstrengung. Seit 1853 gibt es dieses Gebäude hier in Feckenstedt, nachdem Gemeindeglieder sich vorher eben zusammengeschlossen hatten und ein Jahr vorher beschlossen hatten, wir machen das, wir bauen hier eine Kirche. Und so ist das in ganz ärmlichen Verhältnissen entstanden und auch gebaut mit einfachsten Mitteln, wie man damals baute, ganz schlicht. Heute konnten wir nach der Wende viel sanieren und viel, viel erreichen. Zur Erhaltung, nicht nur zur Erhaltung, sondern auch wirklich zu einer möglichen Nutzung über den Gottesdienst hinaus. Wir nutzen dann für Gemeindetreffen, für auch andere Veranstaltungen auch diesen Raum. In den vergangenen Jahren wurde hier viel getan. Davon können sich die Besucher auch im Innenraum überzeugen. Die sanierte Orgel mit ihren 258 Pfeifen präsentiert sich dabei mit einer außerordentlich großen Klangfülle. Im Lutherjahr sind natürlich Veranstaltungen dieser Kirche besonders gefragt. Wir sind ja nun lutherische Kirche und wir begleiten natürlich das Lutherjubiläum. 500 Jahre Reformation, hier von Sachsen-Anhalt ausgehend. Wir tun das mit unseren kleinen Möglichkeiten, natürlich aber auch in der Ökumene, im größeren Rahmen der Stadtkirchen und der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, die sich ja auch zu diesem Anlass was hat einfallen lassen, verschiedene Veranstaltungen. Wir machen es im kleinen Rahmen, dass wir die Gemeindeveranstaltungen, die es schon gibt, wie Gesprächskreise und Frauenkreise, dass wir die thematisch der Reformation zuordnen und dann
reformatorische Themen zur Sprache bringen, wie Luther und die Obrigkeit oder Luther und das Judentum. Spannende Geschichte um diese Thesen, die Luther da aufgestellt hat, und weitere Themen, die in der Reformation aufgekommen sind. Europaabgeordneter Sven Schulze sieht auch solch eine dörfliche Stippvisite als eine wichtige Aufgabe an. Der Harz ist ja meine Heimat, hier bin ich aufgewachsen, und wir haben heute hier mit dem Herrn Schlicht, der hier Bürgermeisterkandidat ist, einige Termine. Wir haben einen Unternehmensbesuch gerade, jetzt sind jetzt hier in der kleinen Kirche und informieren uns natürlich auch. Und wenn ich in Brüssel oder Straßburg in der großen Politik aktiv bin, muss ich ja wissen, was vor Ort passiert. Was halten Sie jetzt von dieser Kirche und dem Engagement? Also ich bin total überrascht, komme selbst aus einem ganz kleinen Dorf mit etwas mehr als 300 Einwohnern und weiß, wie schwer das ist, auch Geld zusammenzusammeln, um eine Kirche wie diese hier entsprechend in diesen Zustand zu bringen, und muss sagen, ich bin begeistert auch von dem Engagement der Gemeinde. Die Verwaltungsgemeinschaft Nordharz mit ihren 8 Gemeinden hat zahlreiche engagierte Einwohner und viel Sehenswertes zu bieten. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH – Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen 4 Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RFH Teletext ab Seite 301. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Messewochenende in Ilsenburg. Haus Bau und Energie zeigt Trends für zu Hause. Zum 14. Mal sind wir nun hier in Ilsenburg. Und das zeigt mir an und für sich, dass das Gebiet, die Stadt, der Landkreis und der Nordharz dafür ein ausgezeichnetes Einzugsgebiet sind, die solch eine Messe auch nicht nur kurzfristig, sondern über einen längeren Zeitraum tragen können. Ich danke erstmal den Ausstellern hier, dass sie sich so weit jedes Jahr wieder beteiligen. Und da sind wir ganz froh, dass wir eine breite Vielfalt anbieten können. Wir haben hier nicht 20 Firmen mit Fenster und Türen, sondern wir haben aus jedem Segment 1, 2, 3 oder 4 Firmen, sodass also für den Verbraucher hier die Auswahl gegeben ist, die er unter diesem Thema Messe zu erwarten hat. Und da freuen wir uns drüber und wir hoffen, dass die Besucher das auch in diesem Jahr so annehmen werden. 100 Aussteller werden sich freuen über viele Besucher. Und Sie können sich hier informieren, die Besucher, über viele Dinge, die mit dem Bauen zusammenhängen, ob nun die Hauseigentümer oder Wohnungseigentümer oder zukünftige Bauherren
Alle können sich hier informieren über Dinge des Ausbaus, des Umbaus, des Neubaus und natürlich auch, wie man wichtige Dinge sparen kann, nämlich Geld, wenn man energetisch sanieren kann oder aber auch die Wasserversorgung und die Wärmeversorgung so gestalten kann, dass man hier auch Geld sparen kann und Energie. Wir wollen ja alle, dass der Klimaschutz weiter fortgeführt wird und wir wollen natürlich auch, dass die Menschen sich hier auch darüber informieren können. Sie sollen sich auch informieren können über Sicherheit in ihren Häusern, Einbruchssicherheit und viele andere Dinge. Und ich denke, wir als Landesregierung sollten das genau auch wie der Bund unterstützen. Es gibt da die verschiedenen Förderprogramme von Landes- und von Bundesseite. Der Bund stellt viel Geld zur Verfügung, liebe Heike. Das Land bei der Städtebauförderung setzt es auf die Kofinanzierung. Wir können ja immer, Gott sei Dank, lieber Bernhard Daldrup, alle Programme kofinanzieren. Und ich wünsche natürlich dieser Hausbau- und Energiemesse möglichst zufriedene Aussteller, die den einen oder anderen Auftrag hier mitnehmen können und natürlich auch viele zufriedene Besucherinnen und Besucher, die sich hier gut informieren können. Und das Beste ist, wenn sie sich handelseinig wären, Besucher und Aussteller, und beide einen Auftrag hier auf den Weg bringen und beide zufrieden diese Messe wieder verlassen. Es hat klein angefangen und hat jetzt eine Dimension erreicht, dass wir stolz darauf sein können, was hier in Ilsenburg gezeigt wird. Es ist richtig, es ist ein Dialog zwischen Dienstleistern, Anbietern und Kunden, aber es ist auch eine Leistungsschau, die wir hier finden. Wir haben hier mehr als 100 Anbieter von hochinnovativen Leistungen. Hausbau und Energie ist ein Thema, was viele Menschen betrifft und was natürlich auch auf diesem Wege präsentiert werden kann. Eine Leistungsschau von mittelständischen Unternehmen aus dem Harz, die sehr innovativ unterwegs sind, und es hat sich auf diesem Gebiet, wir haben es eben schon gehört, zum Beispiel beim Thema Energie oder auch beim Thema Wasserversorgung einiges getan. Und hier kann man sich über neue Trends informieren und hier kann man eben auch sehen, wie leistungsfähig die Wirtschaft im Harz ist. Ich bedanke mich aber auch ganz herzlich bei allen Organisatoren, bei Herrn Köhne und seinem Team, die das ja schon seit vielen Jahren ganz professionell hier vorbereiten und umsetzen. Ich bedanke mich bei allen Ausstellern, die hier mit ihrer Präsenz auch zeigen, was sie können. Und ich wünsche allen Besuchern viele gute Ideen, Informationen, eine Information, die sie nutzen, um weiter an Wohneigentum arbeiten zu können. Damit natürlich auch ein Stückchen den Landkreis Harz, die Stadt Ilsenburg und die Region weiterzuentwickeln. Recht herzlichen Dank. Mein Name ist Graf, ich bin der Vorstandsvorsitzende von dem örtlichen Haus- und Grundeigentümerverein hier in Wernigerode. Und wir sind einer der ältesten Aussteller. Eigentlich von Anfang an sind wir hier bei der Messe dabei. Wir haben ja mittlerweile die 14. Messe hier in Ilsenburg. Und ich denke mal, ich kann für uns in Anspruch nehmen, dass wir diese Messe mit Ihnen zusammen auch aus der Taufe gehoben haben. Ich freue mich auch, dass wir wiederum als Haus- und Grundverein hier auf der Messe die Interessen unserer Eigentümer, der Haus- und Grundeigentümer hier vertreten können, unsere Interessen allen nahebringen können und intensiv auch mit Beratung am Stand und Beteiligung an den Fachvorträgen dazu beitragen können, dass die Messe gelingt. Letztendlich wünsche ich uns ein gutes Gelingen, auch im Namen aller Aussteller, für die Messe und bedanke mich nochmal bei Herrn Köhne, dass es nochmal hier so geklappt hat. Ja, erfolgreich sauber machen. Fängt mit dem Haushaltsgerät an, was in den letzten 5 Jahren 2 Millionenfach verkauft wurde in Deutschland. Jeder vierte Vorwerkkunde hat mittlerweile diesen Wischer. Wenn Sie zwei, dreimal mit gewischt haben, wollen Sie nichts anderes mehr nehmen. Sie lassen Ihren Wischeimer im Keller stehen, der staubt ein. Ja, liebe Zuschauer, wir von der Firma Altermann aus Hasserfelde präsentieren hier Wintergärten, Sommerdächer, Terrassendächer, verschiedene Beschattungsanlagen, von der Screenanlage bis zu Schiebeanlagen. Alles, was, sage ich mal, der gute Kunde für den Wintergarten oder den Sommergarten braucht. Ne? Finden Sie bei uns hier an unserem Stand bei der Messe in Ilsenburg.
Was macht die Qualität der Ware, also Ihrer Produkte fest? Ja, die Qualität, sage ich mal, wir sind selbst Hersteller. Wir produzieren also selbst mit den verschiedenen Zusatzkomponenten, die wir dann dazu kaufen von unseren langjährigen Partnern, sodass es ein Gesamtbild dann ergibt und der Kunde eben rundum bei uns gut aufgehoben ist. Von der Produktion bis zur Montage, alles aus einer Hand. Herzlich willkommen am Stand von Plameco, Plameco Decken Halberstadt. Wir machen die schönsten Spanndecken der Welt natürlich. Hier auf Fotos zu sehen, in vielen, vielen Farben. Sie können sich den Himmel ins Wohnzimmer holen. Alles wunderbar. Kommen Sie zur Messe nach Ilsenburg. Hier sind die schönsten Decken von Plameco, Plameco Spanndecken aus Halberstadt. Ich bin ja vielleicht mal so ein Paradiesvogel auf dieser Messe. Ich mache was ganz anderes. Ich bin künstlerisch tätig und male Fassaden an, wie gesagt. Ja, genau. Sind da der Kreativität auch keine Grenzen? Es sind keine Grenzen, genau, nach Kundenwunsch. Oder wenn Sie mir das Heft überlassen, dann denke ich mir was aus für Ihre Fassade sozusagen. Ja, es gibt das Problem, dass viele Hausbesitzer, eigentlich alle, das Problem haben, dreckige Betonsteine, Pflastersteine, alle Steinflächen rund ums Haus sind der Witterung ausgesetzt, werden grün, schmutzig und unansehnlich. Wir haben uns darauf spezialisiert, Steinflächen rund ums Haus zu reinigen, zu veredeln und so über die Jahre zu schützen. Gerade vermehrt dieses Flechtenwachstum, diese weißen kleinen Punkte, die man überall auf den Steinflächen sieht, kriegen wir dauerhaft in den Griff, bekämpfen sie und schützen den Stein dauerhaft davor. Das ist so das, was wir machen. Und wir sind da einzigartig, wir sind konkurrenzlos. Alles, was so angeboten wird, ist minderwertig. Also das System Steinfresh ist deutschlandweit einzigartig. Ja, also wir machen das ja schon seit vielen Jahren hier. Also eine mit dem ersten, die wir hier drauf waren auf der Messe. Und ich muss sagen, das läuft wirklich gut, weil wer ein gutes Zuhause hat, trinkt auch gerne mal guten Wein. Ne? Also da passt eins ins andere eigentlich. Und was zeichnet Ihren Wein aus? Ja, weil wir wirklich eines der wenigen Weingüter sind, die wirklich ohne Stiele, ohne Kerne, ohne Blätter pressen. Wir trennen das alles vorher, weil diese ganzen Schadstoffe müssen ja in Wein nicht rein, weil gerade Blätter, Stiele, Stängel sind die Bitterstoffe, Ballosäuren, die machen nämlich Kopf und Schmerz und Sodbrennen. Und was empfehlen Sie dann für den Kunden? Was ist das, so der Schlager? Ja, das ist natürlich saisonabhängig. Sagen wir so, Frühjahr, Sommer wird ja mehr Weiß-Rosé-Wein getrunken, Winter Rotwein, logischerweise. Aber es gibt so meistens, momentan ist so ein bisschen auch so der Renner, gerade mal auch einen schönen Sekt hier, einen schönen Rosé-Sekt. Ja, geht ein dieses ganze Jahr, war es ein kleiner Trend geworden. Und man kann man hier alles probieren, natürlich, klar. Ja, wir haben hier Sicherheitstechnik, eigentlich so rund ums Haus. Einbruchmeldetechnik vorwiegend für Einfamilienhäuser oder auch Industrie. Und da haben wir Funktechnik hier am Start, wo der Kollege auch gerade berät. Weil ich sage mal, das Sicherheitsbedürfnis ist in den letzten Jahren schon extrem nach oben gegangen. Und ja, da haben wir tolle Lösungen, gerade mit Funk, wo wir halt keinen großen Aufriss haben, wo wir Kabel nachziehen müssen oder große Löcher bohren müssen, kann man halt mit relativ einfachen Handgriffen so ein Einfamilienhaus ausstatten, was auch heutzutage gefordert wird über KfW. Das kommt auch dazu und ja, da sind wir hier die Ansprechpartner und in Wernigerode vor Ort und können da Ihnen ein bisschen mehr Sicherheit geben, dass man abends, wenn man ins Bett geht, die Anlage einschalten kann oder die Tür zuschließt und einfach auch ein gutes Gefühl hat, mal in Urlaub zu fahren. Hallo, also wir zeigen wie jedes Jahr oder in den ganzen Jahren davor unser Treppenrenovierungssystem, wo wir dieses Jahr ganz neue Designs auch zeigen, die gerade mal so 2 Monate alt sind und natürlich unsere bewährten Designbelege. Und immer wieder gerne zeigen wir den Kunden, in welchen Bereichen wir tätig sind, um zu zeigen, was wir können, Badmöbel, Gardinen, Maler, Tapezierarbeiten, Fußbodenlegearbeiten, eigene Tischler, Parkettsanierung. Und wir sind eigentlich rundum in der Lage, den Kunden zu helfen. Ja, und der Kunde, der spezielle Ideen hat für sein neues Wohnzimmer? Da sind wir auf jeden Fall kompetent, auch zu beraten, zu helfen. Gerade in Fragen des Sengs oder Farbenabstimmung, da sind wir wirklich diejenigen, die, das wissen viele Kunden auch von uns, dass wir bereit sind, da auch gut zu beraten und auch behilflich zu sein mit Ideen, mit Bildern und mit den Produkten selbst. So, also ich bin Klaus aus Dabolin GmbH aus Düsseldorf. Ja. Unsere Produkte sind Massagüte, Massagsessel, Massagkissen, Massagbetten und so weiter und so fort. Ja. Hochwertige Sachen.
Und heute haben wir hier für den Marcia Güte für diese Messe mitgebracht, ne, um hier zu temperieren. Und viele Leute kommen hier zum Probieren, ne, für den Nacken, Schulter, Rückenbereich. Ne, so. Was ist das Besondere an der Technologie? Technologie, das ist also mit der 8. Massierkugel, also mit der Wärmfunktion. Ne, so. Und das kann man massieren von Nacken, Schulter, Rücken, Beine, Füße auf jede Stelle. Ne. Also das ist so ein neues Modell mit der 8. Massierkugel drin, ne, also vier Größe, vier kleine. Und die drehen sich, dass er wie ein Handmassage für sie durchkniet. Ja. Was sehr gut ist, das kann man selbst steuern, für linke Seite, rechte Seite, oben, nach unten, entlang Wirbelsäule, können sie bis Rücken massieren. Ne, so. Also ganz einfach zu anwenden. Ja. Ja, was präsentieren Sie denn den Kunden hier? Wir präsentieren Infrarotheizungen für Innen- und Außenbereich. Für den Außenbereich einen Terrassenstrahler, dimmbar, lichtreduziert. Für den Wohnbereich haben wir Infrarot-Tafeln, fürs Bad als Spiegel, für Küche, Büro und Kinderzimmer als Tafel. Man kann sie mit Kreide beschreiben. Sie gibt es in allen Farben. Es gibt sie mit Bildern. Man kann also das eigene Foto über die Couch hängen und kann damit das Wohnzimmer heizen. Wir verbrauchen relativ wenig Strom, weil wir anders heizen wie eine normale Heizung. Die normale Heizung wärmt die Luft. Wir wärmen die festen Gegenstände, das heißt, es ist eine Strahlungswärme wie die Sonne. Wir strahlen in den Raum rein. Alles wird warm, Decke, Fußboden, das Mobiliar. Die Rückwärme macht die Luft warm, aber gleichmäßig. Wir haben von oben nach unten eine gleichmäßige Wärme, was bei einer Konvektionsheizung nicht ist, weil die warme Luft steigt immer nach oben. Wir haben warme Wände bilden kein Kondens, Schimmelbildung ist fast ausgeschlossen. Für Hausstauballergiker, wir haben keine Umluft mehr, weniger Staub, ein angenehmes Raumklima mit einer gesunden Raumtemperatur bzw. Luftfeuchtigkeit. Feine Sache, überall einsetzbar für die Übergänge, auch wenn man gute Heizsysteme hat, im Bad, im Spiegel, nach dem Duschen nicht beschlägt oder für den Übergang einer Heizung über dem Wohnzimmer, über die Couch, dass man schnell mal für 2 Stunden Wärme bekommen kann, ohne das ganze Heizsystem hochzufahren. Es ist wesentlich günstiger und einfach eine feine Sache. Also wir präsentieren hier unser Produkt Dacheindeckung in Blech. Ja, so das ist 0,5er Stahlblech, verzinkt und in einer gewissen Beschichtung, in diesem Fall von Plateau auf Regel, von ThyssenKrupp mit 25 Jahren Garantie. Ja, so. Blechdach ist zunehmend, wo man sagen, attraktiver geworden aufgrund der Umwelteinflüsse, des geringen Gewichtes, ja, im Sanierungsbereich sehr interessant und durch die mittlerweile schöne Form der Dachziegel ist es von beiden eigentlich von Ziegeldach gar nicht mehr zu unterscheiden. Wir verkaufen dieses hochwertige Produkt für einen Quadratmeter von 8,99 €, ja, für einen Endverbraucher. Ja, so, es kommt natürlich noch Schrauben dazu, es kommen noch Teile dazu, die zum Komplettdach gehören. Ja, so, aber das ist ein recht attraktiver Preis, wenn man das im Vergleich nimmt zum herkömmlichen Dach oder andere Dächer, die angeboten werden. Jetzt fragt man sich natürlich, wie hat sich das mit dem Geräuschpegel bei Blech? Richtig, das ist ein großes Problem, dieser Geräuschpegel. Es hängt erstmal davon ab, wie man die Sache verschraubt. Dass man heißt, dass man nicht längs verschraubt oder Resonanzkörper entstehen durch die Ausdehnung des Metalls sozusagen, dass man das flächig verschraubt im Versatzzimmer. Das erklären wir aber den Kunden nochmal ganz genau. Ja, so. Und natürlich, wo wir sagen, ist es ja so, beim Ziegeldach ist unten drunter, wie hier auch, eine Unterspannbahn, eine Dämmung. Dann ist im Innenbereich so gut wie gar nichts zu hören und im Außenbereich ist es im Prinzip nicht lauter wie im Pappdach auch. Wir haben Montageanleitungen auf unserer Seite. Ja, so, und wie es montiert wird, erklären wir den Kunden noch ganz gern selbst. Ist durchaus selber machbar. Ja, also wir präsentieren mit Fliesenschreiber eigentlich ein neues Produkt, wenn man das so will. Wir hatten bei Fliesenschreiber immer so ein bisschen das Problem, dass man uns in erster Linie mal mit Fliesen in Verbindung gebracht hat, was natürlich richtig ist. Aber wir sind nicht nur Fliese, wir sind auch Malerhandwerk, wir sind Sanitärheizung und das alles unter meisterlicher Führung. Und da haben wir ein neues Produkt kreiert, welches sich Stilhaus 20 nennt. Das ist also die Marke der Fliesenschreiber GmbH. Unter Stilhaus 20 verbirgt sich zum einen Wohnen. Wie man ja weiß, machen wir Fliesen, Bäder, Wandgestaltungen, aber auch Service, Feinreinigungen. Solche Geschichten von fertigen Bädern sind damit inbegriffen. Aber eben auch Stilhaus 20 Events wäre eben auch noch eine Geschichte. Also wie man weiß, machen wir ja auch Konzerte mit Kultur für die Region, aber das ist quasi die neue Stufe, die wir dort zünden. Also das verbirgt sich hinter Stilhaus 20 und das wird hier auf diesem Messestand zelebriert und auch praktiziert und gezeigt. Wie man hier sieht, macht unser Malermeister hier so kleine Mustertafeln mit Designspachtel, Wandbeschichtungen und solche Sachen. Und das kann man natürlich zu Hause auch im Wandbereich super gut
gebrauchen, denke ich. Wenn wir uns weiter drehen, sehen wir hier eine wunderschöne Badewanne, eine schwarze Badewanne, die nicht nur schwarz ist, sondern auch Musik macht. Also wer Boxen in der Wohnstube braucht, das kann man auch gut mit einer Badewanne kombinieren. In der Badewanne sitzen, Musik hören und ja, der Abend ist gerettet. Ja, weiterhin zeigen wir Containersysteme, wo man Toilettenrollen, Toilettenpapier gut unterbringen kann. Und natürlich unsere historische Produktpalette, die Fliese im Großformat mit wunderbaren Dekoren und Farben, was auch alles möglich ist. Herr Weber, mit welchen Eindrücken gehen Sie heute hier von der Haus- und Baumesse? Auch ich denke, für jeden, der hier insbesondere ein neues Haus bauen will oder seine Wohnung modernisieren will, ist hier etwas zu finden und für die Gesundheit auch. Ich habe ja selber die Massage ausprobieren können, also die Rückenmassage ist empfehlenswert, aber viele andere Dinge auch. So eine Messe gibt ja immer so einen kleinen Überblick über die Wirtschaftskraft auch der Region. Wie kann man das dann einschätzen? Ist der Harz da gut aufgestellt? Ich denke ja, der Harz ist hier gut aufgestellt und mit denen ich gesprochen habe, die klagen also nicht über fehlende Aufträge, die klagen eher mehr darüber, dass ihnen das Personal fehlt, um diese Aufträge abzuarbeiten. Und das ist ein großes generelles Problem, dass die Fachkräfte fehlen und hier müssen wir alle etwas tun, weil ohne Fachkräfte gibt es keine Aufträge und kein Wirtschaftswachstum. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Modernes Design, innovative Technik, pflegeleichtes und strapazierfähiges Material. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Überfälle, Intrigen, Verwechslungen und die große Liebe in Kombination mit einer humorvollen Geschichte. Kommen Sie morgen in das Nordharzer Städtebundtheater in Halberstadt und amüsieren Sie sich bei der Abenteuerkomödie Das Wirtshaus im Spessart. Los geht's 15 Uhr und die Aufführung dauert ca. 2 Stunden und 15 Minuten. Kommenden Montag werden die Ergebnisse des aktuell laufenden Malworkshops der Feininger Galerie Quedlinburg ausgestellt. Dort haben Sie die Möglichkeit, ab 18 Uhr die kleinen, aber einzigartigen Kunstwerke der Kinder und Jugendlichen zum Thema Ein besonderer Tag zu bestaunen. Der Eintritt ist frei. Am Dienstag veranstalten die Schüler der Kreismusikschule Harz ein großes Faschingskonzert. Kommen Sie 16 Uhr in die Kreismusikschule in Quedlinburg und genießen Sie das atemberaubende Konzert im Faschings-Style. Veranstaltungen im Harz. Servus Peter, auch 2017 im Harz. Erleben Sie eine musikalische Reise in die Schlagerzeit der 50er und 60er Jahre bei dem einzigartigen Musical Servus Peter. Extra dafür verwandelt sich die Harzlandhalle in Ilsenburg am 2. April in den legendären österreichischen Gasthof im Weißen Rössel. Mit viel Schwung, Musik und Komik lebt die Geschichte des verliebten Oberkellners und seiner Wirtin in dem bekannten Biergarten wieder neu auf. Freuen Sie sich dabei auf Musik von Peter Alexander, Katharina Valente, Heinz Erhardt und vielen anderen. Karten für diese einmalige Hommage an Peter Alexander gibt es auf www.resetproduction.de oder direkt in der Tourismusinfo Ilsenburg. Seien Sie dabei, wenn der Harz von der Liebe träumt. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte.